Fast 2000 Jahre sind seit dem Tod von Jesus Christus vergangen. Seine 12 Apostel schwärmten in die Welt aus, um seine Botschaft zu verkünden. Petrus ging nach Rom, Matthäus nach Judäa und Jakobus der Ältere, Sohn des Zebedäus und der Maria Salome, Bruder von Johannes dem Evangelisten und wahrscheinlich Vetter von Jesus, ist derjenige, der nach Hispanien ging. Der Tradition nach war es sein Auftrag, die Evangelien im fernen Finisterrae, dem Ende der damals bekannten Welt, zu verbreiten. Aber nach seiner Rückkehr nach Jerusalem wurde Jakobus verhaftet und im Jahr 41 von Herodes Agrippa enthauptet, wodurch er zum ersten Märtyrer unter den Aposteln wurde. Der Legende nach wurde der leblose Körper von Jakobus von zwei seiner Jünger nach Galizien gebracht. An Bord eines Bootes aus Stein und begleitet von Engeln machten sie sich auf die wundersame Reise über das Mittelmeer, bis sie schließlich den römischen Hafen Idia Flavia in der entfernten Provinz Galaecia erreichten. Der Apostel wurde schließlich an einer verborgenen Stelle in der Nähe des Berges Liberum Domum bestattet. Für lange Zeit verlor sich die Spur seines Grabes. 800 Jahre später, so die Legende weiter, erblickte ein Einsiedler himmlische Lichter, die ihn zu dem heiligen Ort und dazu führten, dass er das Grab des Apostels entdeckte. König Alfons II. Von Asturien ließ in seinem Namen eine kleine Kirche bauen, aber es war Alfons III., der ihn im 9. Jahrhundert zum Schutzheiligen seines gesamten Reiches ernannte. Er gab auch den Bau einer Basilika in Auftrag, die dem Ereignis würdig sei, das bereits damals Tausende von Gläubigen aus ganz Europa mobilisierte. Der Glanz dieser Lichter, die die Lage der Grabstätte markiert hatten, führte dazu, dass dieser Ort Campus Stellae genannt wurde, also Campo de Estrellas, Sternenfeld, Compostela. Im 12. Jahrhundert beschloss Papst Calixt II., dass alle diejenigen, die die Kathedrale von Santiago in einem heiligen Jahr besuchen, dieselben Ablässe erhalten sollten wie in Jubeljahren die Pilger nach Rom. Das heilige compostelanische Jahr, Jacobeo, findet dann statt, wenn der 25. Juli, also der Festtag des Martyriums des heiligen Jakobus, auf einen Sonntag fällt. Auf diese Weise wird dieses heilige Jahr aller 6, 5, 6 und 11 Jahre gefeiert. Seitdem kann der Pilger den Ablass in einem heiligen Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember erhalten, wenn er bestimmte fromme Rituale erfüllt. Der Besuch der Kathedrale und des Grabmals des Apostels, das Sprechen eines Gebets, die Beichte und der Empfang der Kommunion. Aus diesem Grund begannen Tausende von Pilgern, die Pfade des Jakobswegs abzulaufen. Fast alle angetrieben von ihrem Glauben in dem Bestreben nach Erlösung und dem Wunsch, das apostolische Grab zu erreichen. Aber einige auch zur Erfüllung einer auferlegten Strafe oder Namen eines anderen, und zwar für Geld. Sie zeichneten sich durch dieselbe Aufmachung aus. Pilgerstab, Wasserkürbis und die Jakobsmuschel. Diese wurde zu einem Schutzzeichen, denn einen Pilger zu berauben, wurde zu einem großen Verbrechen, das manche sogar mit dem Tod bezahlen mussten. Um die Wanderer zu betreuen, wurden Klöster, Kirchen, Hospize, Herbergen, Brücken und Straßen errichtet. Dort, wo sich die Pilger trafen, entstanden kleine Siedlungen. Diese Siedlungen verwandelten sich in Dörfer und Städte, die zum Bestandteil einer der wichtigsten Pilgerwege des christlichen Glaubens wurden.